Was macht man eigentlich bei einem Fahrsicherheitstraining im Rahmen der österreichischen Mehrphasenausbildung? Das möchte ich in diesem Video mit euch klären. Soll ein sehr kurzes, kompaktes Video sein, denn ich habe im Grunde genommen ja schon Videos zu den einzelnen Teilen im Großen und Ganzen erstellt. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal rund um Mobilität, Führerschein und Zukunft. Mein Name ist Bernhard Hummel und ich freue mich, dass ihr bei diesem Video dabei seid. Dieses Video soll euch also einfach so einen Kurzüberblick über die Mehrphasenausbildung, über die Mehrphasen-Fahrsicherheitstrainings in Österreich bieten. Vielleicht ganz kurz ein Überblick auch, was kommt wann oder wann ist dieses Mehrphasen-Fahrsicherheitstraining einzuordnen. Man hat ja zuerst 2 bis 4 Monate nach der bestandenen Lenkerprüfung in Österreich eine sogenannte Perfektionsfahrt zu machen. Ist jetzt aber nicht Thema dieses Videos. Die entfällt übrigens bei L17, die erste Perfektionsfahrt. Und dann eben für alle, und um das geht es jetzt in dem Video, 3 bis 9 Monate nach der bestandenen Prüfung ein Fahrsicherheitstraining. Und dann wäre nachher noch eine zweite Perfektionsfahrt für alle zu machen, und zwar 6 bis 12 Monate nach der bestandenen Lenkerprüfung. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen dabei ist, das gibt immer wieder Probleme aus meiner Erfahrung. Bedenkt bitte erstens mal, die Reihenfolge ist zwingend, also erste Perfektionsfahrt, Fahrsicherheitstraining, zweite Perfektionsfahrt. Und bedenkt aber auch, dass zwischen der ersten und zweiten Perfektionsfahrt nicht nur das Fahrsicherheitstraining liegen muss, sondern auch ein Zeitraum vergehen muss, und zwar ein Zeitraum von mindestens 3 Monaten. Also richtig einteilen, die Fristen beachten, dann ist das überhaupt kein Problem. Sollte man im Ausland sein etc., gibt es natürlich entsprechende Regelungen. Da habe ich auch schon vor einiger Zeit ein ausführliches Video gemacht, wo wir uns das Gesetz genauer angesehen haben. Ich werde euch das raussuchen und natürlich wieder mal verlinken. Und jetzt würde ich sagen, wieder direkt zurück zum Fahrsicherheitstraining. Ich bin jetzt gerade unterwegs zu so einem Fahrsicherheitstraining. Die Teilnehmer hatten schon um 9 Uhr begonnen mit der verkehrspsychologischen Schulung. Und jetzt werde ich dann gleich ankommen, also 2 Stunden hatten sie jetzt die verkehrspsychologische Schulung von 9 bis 11. Jetzt ist natürlich noch früher, aber ich möchte ja rechtzeitig dort sein und ein bisschen auch mich vorbereiten, noch einen Kaffee trinken. Um 11 Uhr wird es dann für die Teilnehmer und mich, für mich losgehen, für die Teilnehmer weitergehen mit einer theoretischen Einweisung, mit einer kurzen. Da werden wir einfach so einen Crashkurs machen in Sachen fahrdynamische Grundlagen. Das ist mir auch sehr wichtig. Weil ich gebe es ganz ehrlich zu, für mich persönlich als Trainer ist das Bequemste, die Leute einfach draußen im Kreis fahren zu lassen. Da brauche ich wenig tun, außer ein bisschen vielleicht Wasserhindernisse auftreten, was aber der Computer automatisch macht in der Steuerung. Aber mir ist das wichtig, diese Einschulung, denn man soll ja auch wirklich was von diesen Trainings haben. Und es ist auch im Lehrplan so vorgegeben. Ja? Das heißt, da schauen wir uns einfach fahrdynamische Grundlagen genauer an, da schauen wir uns an, was können die Fahrzeuge, weil die Assistenzsysteme, so einen Überblick, dass man mal überhaupt eine Ahnung hat davon, ABS, ESB, ASR, aber auch die neueren Systeme. Ich habe zu dieser Einführung schon 2 ausführliche Videos auch gemacht, ja, verlinke ich euch gerne unter dem Video oder auch in der Infobox oben. Und zwar das zum einen das Video fahrdynamische Grundlagen. Und zum anderen das Video, das ich extra nochmal gemacht habe, ausführlich über die Assistenzsysteme. Und wenn wir diese theoretische Einweisung haben, dann wird es so ungefähr 12 Uhr sein. Ja, meistens sind dann im Laufe dieses Vortrages von mir doch sehr viele Fragen, und natürlich nehmen wir gerne Zeit dafür, die auch zu beantworten. Denn auf der Trainingsfläche ist dann mit Funkgeräten das Ganze, aber da kann man in der Regel nicht zurückreden. Also das heißt, es sind so, wo ich nur senden kann als Trainer. Und man hört da auch nicht so gut immer, also der Empfang ist nicht immer perfekt. Und von dem her mache ich das ganz gerne, sodass ich eben vorher wirklich den Leuten auch das erkläre und dass man auch sich da austauschen kann und Fragen stellen kann. Ja, und dann die Einteilung obliegt übrigens auch ein bisschen dem jeweiligen Trainingscamp, ja, weil die ja die Flächen entsprechend zur Verfügung stellen. Das heißt also, das kann auch variieren in der Reihenfolge, dass der Psychologe zum Beispiel später ist oder so, man vorher schon diese Einweisung hat. Natürlich, die Theorieeinweisung ist immer, bevor man rausfährt auf die Flächen, das ist klar, sonst macht es ja keinen Sinn, muss die Belichtung ein bisschen ändern. Ja, und dann ist entweder Mittagspause, je nachdem wie sie es einteilen, da gibt es ein gutes Buffet zum Beispiel im Park vor dem Private Camp, das ist bei den meisten Fahrsicherheitstrainings in ganz Österreich wohl ähnlich.
All You Can Eat, wer mich kennt, weiß, dass das gut für mich ist. Und dann geht's raus auf die Piste direkt, kann natürlich auch vor dem Essen sein, ganz klar, die Einteilung ist da auch wieder gestaffelt, damit nicht alle Gruppen auf einmal beim Essen sind, sonst würde das eng werden. Und dann auf der Piste draußen machen wir im Endeffekt, es sind mehrere Übungen, aber ich will das jetzt nicht zu lange machen, also fassen wir es vielleicht kurz zusammen. Ich werde euch dann auch kurz vielleicht noch heute so ein paar Einblicke mitfilmen, natürlich nicht jedes Detail, sonst muss ich ein ganzes Phase-Training mitfilmen. Ja? Aber im Grunde genommen geht es eigentlich um drei Dinge, die wir üben, sagen wir jetzt mal. Ja? Und zwar werden wir Lenken üben, aber eben auch zügiges Lenken, zügiger Lastwechsel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Autobahn ist und plötzlich ein Hindernis vor einem ist, dann muss man ja auch mal zügig ausweichen. Und die Leute dann oft Sorge haben, naja, ist das gefährlich und so. Ja, mit dem Tempobereich, ich meine, wir machen Übungen bis 60-70 km/h in etwa, aber man hat dort ausreichend große Flächen und ich frage dann immer, naja, wie schnell fährst du denn auf der Autobahn dann nachher nach Hause und wenn du da plötzlich ausweichen musst, wenn vor dir ein Hindernis ist. Ja? Also das sind schon sehr wichtige Übungen und von dem her, sage ich mal, macht das schon sehr großen Sinn, ja? Das auch wirklich zu üben, diesen zügigen Lastwechsel. Machen wir zum Beispiel Slalomübung am Anfang gleich. Ja? Und dann haben wir auch noch als zweites Bremsübungen. Wir werden die Notbremsung üben. Ich habe euch ja zu dieser Notbremsung zum Beispiel auch schon mal extra ein Video gemacht, ja? Wie die funktioniert und so weiter, das erkläre ich alles ganz ausführlich. Das heißt, das werde ich jetzt nicht machen. Jetzt geht es um den Überblick und also lenken, bremsen und im Endeffekt lenken und bremsen. Und dann üben wir halt auch noch Gas geben dazu, denn wenn ich vorher nicht Gas gebe, dann kann ich nachher auch kein Bremsen üben. Und jetzt werden manche sich denken, naja gut, Gas geben, was hat das mit Phase-Training zu tun? Ja, zum einen ohne Gas geben kein Bremsen, so ist mal klar. Zum anderen kann das schon sicherheitsrelevant sein, denn ihr müsst bedenken, es gibt ja im Grunde genommen eigentlich drei aktive Handlungen, neben den passiven wie Lichthupe oder Hupe oder so, aktive Handlungen, um eine Gefahrensituation zu entschärfen. Das heißt, in der Regel wird das Bremsen sein, Notbremsen. Ja? Kann aber auch sein, dass es zum Beispiel mal Auslenken ist oder eben, stehe ich zum Beispiel am Bahnübergang, dann wird es vielleicht eher Gas geben sein. Ja? Also das heißt, auch zügig aus einer Kreuzung rausfahren können und so kann mal wichtig sein. Und wenn man das dann nicht kann, sondern nur abbiegt oder nicht wegkommt, weil man bei 10 km/h schon im zweiten Gang ist und bei 20 im dritten Gang, wenn man zum Beispiel ein manuelles Getriebe hat noch, dann kann das auch gefährlich werden. Also durchaus eine sinnvolle Übung und eine wichtige Sache, auch das mit zu trainieren. Und auch das werden wir entsprechend unter anderem dann trainieren beim Phase-Training. Ja, und dann kommt eben noch Bremsen und Lenken auf einmal, dass wir das kombinieren. Und da habe ich letztens eine Prüfungsfrage erst dazu bearbeitet, wo dann sozusagen steht, naja, mit ABS schleudert das Fahrzeug sowieso nicht. Und genau bei dieser Übung sieht man, ja, ABS ist top, aber regelmäßig, glaubt mir, regelmäßig fliegen bei dieser Übung dann auch, wenn der Untergrund unterschiedlich rutschig ist, trotz ABS-System die Fahrzeuge ab. Also Training ist da wirklich wichtig, man soll sein Auto kennenlernen und ich glaube, das ist eine ganz, ganz sinnvolle Sache. Was ich auch immer wieder gefragt werde, wie gefährlich ist so ein Training, kann da was passieren? Also meine einzige ehrliche Antwort, die ich immer wieder gebe, sowohl bei den Investment-Videos als auch beim Autofahren, ist die, ja, es kann was passieren. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie ich hundertprozentig keinen Autounfall habe oder bei einem Investment keinen Verlust habe zum Beispiel. Ja, was ist die einzige Möglichkeit, sicher keinen Autounfall zu haben? Naja, nicht Autofahren, ne? Und am besten gar nicht das Wohnzimmer verlassen. Denn wenn ich zu Fuß gehe, ist ja auch die Gefahr, dass ich in einen Autounfall verwickelt bin irgendwie, ja, oder mitfahre. Also das heißt, ja, wichtig ist, glaube ich, viel mehr, dass man das Risiko kennt, sich dessen bewusst ist und sich dann überlegt, kann ich mit diesem Risiko umgehen, ist das für mich okay mit dem Worst Case, auch wenn das sehr unwahrscheinlich passiert. Und da habe ich auch mal ein Video zum Thema Fehler machen gedreht, vielleicht an dieser Stelle auch anschauen. Aber man muss auch bedenken, das Risiko ist natürlich zu einem gewissen Grad allgemein beim Autofahren auch selbst in der Hand. Ja, wie verhalte ich mich, welche Sicherheitsabstände wähle ich zum Beispiel, das sind alles so Dinge, welche Fahrgeschwindigkeit ist die angepasst, das sind alles so Dinge, die natürlich auch ins Risiko einfließen. Und gerade beim Phase jetzt, wenn du mich fragst, wie gefährlich ist das, ja gut, passieren kann was, aber, so muss ich mich beeilen, weil jetzt bin ich dann gleich dort, aber man muss ja also sagen,
Das Risiko sehe ich relativ gering. Ich glaube, da ist die Fahrtsumme vom Fahrsicherheitstraining oder allgemein die Teilnahme im Straßenverkehr wesentlich gefährlicher. Wir haben riesen Übungsflächen, auf denen man im Großen und Ganzen alleine die Übungen macht. Ja, und selbst wenn was schief geht, haben wir noch endlos Fläche. Auf der Rückfahrstrecke fährt man so ca. 10 km/h dann zurück. Ja. Also ich glaube, das Risiko ist sehr überschaubar. Ja, sein kann immer was, aber ich glaube, ein sehr überschaubares Risiko, ein sehr geringes Risiko. Da muss man schon suchen auf der Betonfläche, dass man irgendwann einmal irgendwo ein Hindernis überhaupt findet. Gut, ich fahre jetzt mal zum Fahrsicherheitstraining, freue mich schon auf meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer und werde euch dann so ein bisschen, würde ich sagen, noch jeweils bei den Übungen kurz mitfilmen. Angekommen im Fahrsicherheitszentrum in Pachfurt und den Terminplan, also den Planer für heute bekommen. Teilnehmer sind schon psychologisch geschult, haben jetzt noch 5 Minuten Pause. Ich trinke noch gemütlich eine Tasse Kaffee und dann geht es eben los mit dem Vortrag. Und heute zum Beispiel haben wir zuerst jetzt dann noch, also nach dem Vortrag gleich fahren und werden dann so um 13.30 Uhr zum Mittagessen und zum Buffet reinkommen. Ganz schnell den Seminarraum gecheckt, wo ich jetzt gleich den Vortrag halten werde. Und jetzt freue ich mich, jetzt hole ich die lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer und jetzt geht's Vollgas los. Ich werde jetzt aber während des Trainings also nur so kurz filmen, weil ich das auch jetzt datenschutzrechtlich, ihr wisst ja, einfach beachten möchte, dass wir hier eben nicht irgendwas verletzen. Wahrscheinlich wäre es jedem egal, wenn ich mitfilme, die meisten kennen mich auch schon von YouTube. Aber ihr wisst ja, ist ja nicht notwendig, es geht in dem Video einfach darum, dass ihr einen Überblick bekommt, wie das so abläuft. Ja. Und Risiko, ja, besteht immer. Und wenn ich euch jetzt kurz was zeige, wo die meisten Unfälle beim Fahrsicherheitstraining bis jetzt passiert sind, weil ich muss auf Holz klopfen, es ist noch nie was passiert mit den Autos oder so, nur da über die Stufe bin ich sogar selbst schon drüber geflogen. Ja. Also es ist immer eine Gefahr. Ja. Erste Übung, Slalomübung. Bei mir ist die Warnblinkanlage eingeschaltet, das ist, weil es das Trainerfahrzeug ist, also nicht nachmachen bitte. Abstand ungefähr so 2-3 Pylonen, also ihr könnt quasi immer so reinfahren, am besten wenn der vor euch im Slalom drinnen ist, ein bisschen mehr Abstand vielleicht halten jeweils. Und ja, erste Runde haben wir langsam gemacht, in der zweiten haben wir das noch ein bisschen mehr steuern, ist aber jetzt wirklich mal sozusagen nicht mal die Aufwärmrunde das Ganze, ja. Wir werden das jetzt dann gleich steigern. Ich hoffe, dieses Video konnte euch so einen kleinen Überblick über das Mehrphasen-Fahrsicherheitstraining der Klasse B in Österreich geben. Die Übungen variieren natürlich immer so ein bisschen und es war jetzt auch nur so ein Überblick über einige Übungen, nicht alle. Aber vielleicht konnte es euch einfach so ein bisschen zeigen, in welche Richtung das Ganze geht, euch die Sorgen nehmen. Und ich freue mich auch gerne über Austausch unter dem Video. Übrigens, warum variieren die Übungen auch immer ein bisschen, selbst bei mir? Das liegt allein schon daran, dass man
die Module ja von dem Fahrsicherheitszentrum etwas zugewiesen kriegt und daher die Reihenfolge und das Ganze also wirklich verschieden ist von Training zu Training. Aber wie gesagt, ich denke, ihr wisst, in welche Richtung das Ganze geht. Ich hoffe, es hat euch ein wenig geholfen, gefallen, dieser Überblick. Und ich würde mich über einen Daumen hoch auf das Video freuen und wünsche uns allen von ganzem Herzen alles, alles Gute. Denen, die das Fahrsicherheitstraining vor sich haben, viel Spaß. Und ja, noch was, wer Interesse hat, natürlich können wir auch sozusagen fernab vom Lehrplan für alle Führerscheinbesitzerinnen und Besitzer, egal von wo, aus ganz Europa, ja, auch mal gemeinsam so ein Community-Fahrsicherheitstraining machen, denn ich habe tatsächlich also auch die Berechtigung, solche Fahrsicherheitstrainings mit meiner Firma zu halten. Also wenn da Interesse besteht, auch das einfach unten rein in die Kommentare, ja, aber das ist dann eben kein Mehrphasen-B-Training, sondern es wäre dann einfach ein fortgesetztes Training-Community-Treffen, wo wir einen Tag lang gemeinsam Spaß haben könnten und uns die Kosten von der Fläche einfach aufteilen. Also, alles Liebe, alles Gute und bis bald. Tschüss, euer Bernhard.